Ich bin ein bisschen obsessiv mit Klangsuche und Hafen ausprobieren. Ich bin schon 28 Jahre in der Philharmonie und fange meine 29. Saison an. Wir hatten damals Ungarn in der Philharmonie, also diese deutsche Harfe, und das klingt wirklich extrem anders. Es spielt sich auch ganz anders. Es ist eine kleine Harfe, schwerer auf der Schulter und mit größeren Abständen. Man muss viel mehr Kraft benutzen für diese deutsche Harfe. Also ich wollte unbedingt eine zweite Laien haben. Ja, und dann langsam, peu à peu, habe ich diese Bach-Instrumental gebaut, also meistens mit Laien-Tilly-Harfen. Marion kann Zeuge werden, dass wir sehr viele Harfen verglichen haben. Tu peux me refaire A, s'il te plaît? A. Also das ist eine alte Laioncelli. Die sind alle drei Laioncelli. Sieht auch aus wie neu, obwohl sie schon über 60 Jahre alt ist. Ich habe sie allein ausprobiert in dem Kammergalerie, aber sowieso kann man in einem Laden nicht viel sagen. Also man muss ein bisschen Distanz haben auch. Attends, j'ai pas compris la Marion, parce que tu m'as dit, donc t'as commencé A, B, après je t'ai demandé de refaire A. Et je reviens de faire B. Ah, et tu reviens de faire B là. Vous laissez? Oui. D'accord. D'accord. Am meisten Klang kommt von der Resonanzdecke, des Instruments. Das Verfahren ist ganz anders geworden. Damals haben sie viel mehr Zeit benutzt. Weißt du, die Holz zum Beispiel, das war damals nicht künstlich getrocknet. Diese scheint ziemlich leicht zu sein, sehr regelmäßig. Weil ich hatte eine andere Laientilly, eine ganz alte Harfe, noch älter, also 100 Jahre alt. Und da war jeder Ton anders. Also das war extrem, und sie klang fantastisch. Aber das war extrem viel Arbeit. Also da musste man sich wirklich nur auf diese Harfe konzentrieren. Bei der Harfe habe ich das Gefühl, es würde schnell gehen. Und man, wenn man das kennt, kann man trotzdem von einer zu der anderen ohne Problem. Sie ist sehr angenehm zu spielen, und jeder Instrument ist eine Persönlichkeit, und man muss sich anpassen.